Good morning, ladies and gentlemen, und willkommen zurück zu Forza Horizon 5. Heute mit der 1992er Bugatti EB110 SS. Diesen Wagen möchte ich euch heute präsentieren. Wir werden ihn über die Teststrecke fahren und uns auch das Tuning selbstverständlich anschauen. Und der EB110 ist einer dieser Wagen, der wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff sein wird, der von gerade auch wahrscheinlich den etwas älteren unter uns ein absoluter Traumwagen sein wird. Der Supersportwagen der Kindheit von vielen. Und ja, ein Wagen, den ich tatsächlich persönlich auch sehr, sehr zu lieben gelernt habe über die letzten Teile. Wo ich mich sehr darüber freue, dass ich euch diesen Wagen hier heute ein wenig genauer vorstellen darf. Erstmal rein optisch holt er mich schon sehr, sehr gut ab. Mit Ausnahme der Felgen, die finde ich nicht so schick. Aber ansonsten finde ich ihn optisch gerade schon sehr, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Das ist ein sehr cooles Fahrzeug. Natürlich auch Bugatti-typisch mit diesem kleinen, ja, Torbogen könnte man sagen unten. Den wir beim Veyron, beim Chiron natürlich ein bisschen größer sehen, aber auch beim EB110 ist er mit am Start. Wir setzen uns mal rein in das Wehgeschehen und sehen dann ein Interieur, ja, was mich ehrlicherweise nur so halb abholt, muss ich sagen. Also erstmal, ich sitze ein bisschen tief, ich kann hier nicht gerade so über Senkrad drauf schauen, aber gut, unabhängig davon, finde ich das Interieur nicht schön. Also das schreit für mich nicht wirklich Supersportwagen der 90er, muss ich sagen, keine Ahnung, aber klar, dass wir jetzt hier nicht unbedingt eine Sitzheizung und alles haben, sondern hier auch ein bisschen auf Leichtbau geachtet wurde, ist natürlich klar. Ich würde sagen, es kommt natürlich sehr darauf an, wie er denn klingt. Ja, und das ist wahrscheinlich ein Sound, den die wenigsten von dem Bugatti erwarten. Wir sind so vom W16 mittlerweile zugedröhnt, dass man wahrscheinlich schon der Meinung ist, ja gut, haben wir hier auch drin, aber nein. Was wir hier haben, ist einfach 12 tatsächlich. Aber dazu kommen wir gleich natürlich nochmal ein bisschen mehr im Detail. Erstmal kommen wir zum Namen. Bugatti EB110 Supersport. EB steht für Ettore Bugatti, der Gründer der Marke. 110 steht für den 110. Geburtstag von Ettore Bugatti. Das war, als der Wagen vorgestellt wurde. An dem Tag war eben der 110. Geburtstag von Herrn Bugatti. Unter der Haube steckt ein ganz besonderes Aggregat. Ein 3,5 Liter V12 Quad Turbomotor. Das muss man sich einfach auf der Zunge zergehen lassen. 3,5 Liter V12 alleine ist schon wild genug. Und dann noch Quad Turbo. Das ist einer der verrücktesten Motoren, die je existiert hat, würde ich sagen. Leistungstechnisch kommt in dieser Konfiguration auf 612 PS sowie 650 Newtonmeter Drehmoment auf ein Lenkgewicht von knapp 1,4 Tonnen gerade mal. Von 0 auf 100 geht der Wagen in 3,3 Sekunden, Entschuldigung, nicht 3,5. Die Topspeed ist bei 351 km/h erreicht. Preislich habe ich tatsächlich nichts rausgefunden zum Neupreis. Es wurden insgesamt allerdings 32 Stück vom EB110 Supersport gebaut. Ich habe 3 davon natürlich. Und das hier ist der Bugatti, der entstanden ist, als Bugatti unter italienischer Leitung war. Deswegen auch der V12 wahrscheinlich. Es haben hier sehr, sehr viele Mitarbeiter von Ferrari, Lamborghini und Lancia, also wahrscheinlich auch sehr viele Ex-Mitarbeiter davon. Und nicht aktive Mitarbeiter, sondern viele Ex-Mitarbeiter eben von Ferrari, Lamborghini und Lancia haben EB110 mitgearbeitet. Und der Supersport bringt die EB110 nochmal auf ein ganz neues Level. Nämlich ist dieser knapp 150 Kilo leichter als die normale EB110. Unter anderem durch den Flügel hinten. Wo der ein oder andere sich jetzt wahrscheinlich fragen wird, Moment, wie macht ein Flügel ein Auto leichter? Relativ simpel. Das, was wir hier hinten haben, ist ein fixierter Flügel. Wohingegen der normale EB110 einen aktiven Flügel hat, also einen ausfahrbaren Flügel. Und naja, allein wenn du halt den ganzen Mechanismus dahinter streichst, ist das halt schon mal einiges an Gewicht, was du einsparst. Wie gesagt, nicht ganz 150 Kilo. Da kommt natürlich noch sehr, sehr viel von einigen anderen Stellen. Und ich habe ja gesagt, der Motor... 612 PS aus, was jetzt im ersten Moment vielleicht auch für einen Bugatti nach ein bisschen wenig klingt. Man kann davon ausgehen, dass das Ganze hier eher aus Sicherheitsgründen gemacht wurde, denn es gab Testmotoren, die über 900 PS rausgespuckt haben, was in den 90ern aber halt auf allen Ebenen viel zu brutal gewesen wäre. Also das wäre wahrscheinlich echt the one Bugatti to end them all gewesen, könnte man wahrscheinlich so sagen. Denn stattdessen
Statt dass dieser Wagen hier ein absolut unkontrollierbares Biest ist, ist das einer der Wagen gewesen oder sogar das Fahrzeug gewesen, welches als das am leichtesten zu steuernde Supersportwagen der damaligen Zeit betitelt wurde. Unter anderem Autocar-Magazin hatte geschrieben, ich zitiere, "There isn't and never has been a supercar that is so friendly and easy to get beneath the skin of." Also übersetzt, es gibt keinen und es gab auch nie einen Supersportwagen, bei dem es so einfach ist, reinzukommen. So ist auf jeden Fall mal ein Statement, was man bei einem Supersportwagen mit 600 PS natürlich abgeben kann. Ich denke mal, sehr viel kommt davon, dass wir hier im Allrad haben, die Supersportwagen der damaligen Zeit von Ferrari, McLaren und Lamborghini hatten ja alle noch Heckantrieb. Das heißt, alleine dadurch hast du einfach schon mal ein bisschen mehr Stabilität insgesamt. Das hilft dir natürlich sehr, wenn du einen leicht kontrollierbaren Wagen haben möchtest. So rum. Wird aus dem Satz auch ein Schub. Andernfalls wird es nur ein Schiffswrack. Und ja, ob er denn wirklich so leicht zu kontrollieren ist, wie Autocar Magazine es hingestellt hat oder nicht, werden wir jetzt sehen, denn wir begeben uns auf die Teststrecke mit dem EB110 Supersport und werden gucken, was er für eine Zeit reinbrennt. Damit steht der EB110 Supersport an der Startlinie und fährt hier los. Schafft es dann auch in so knapp über 3 Sekunden von 0 auf 100, wie in der Realität. Und geht dann auch Bugatti-typisch sehr, sehr stark voran, muss man sagen. So, das ist schon ein ordentlicher Durchzug auf der Geraden, gerade auch für diese Zeit. Allerdings der große, große Punkt, über den wir hier reden müssen natürlich, ist die Kurvenlage. Weil da merken wir so ein paar Sachen, die den Wagen ein bisschen komisch zu fahren machen. Und ich glaube, komisch ist da auf jeden Fall der richtige Aspekt. Erstmal alles, was ich hier anspreche, ist bereits seit Forza Horizon 2 der Fall. Also das hat sich über die letzten Forza-Spiele nicht geändert. Das ist jetzt nicht ein Forza Horizon 5 bis Tiefenstein Fall, deswegen kann ich auch so genau sagen, woran das liegt. Nämlich, was wir hier sehen, ist, dass dieser Wagen sehr, sehr, sehr schlechte Reifen hat. Also, das ist auf jeden Fall schon mal eine Sache, die man relativ klar merkt. Denn, was wir sehen, der Wagen rutscht relativ stark weg. Teilweise auch mit dem Heck direkt. Also, der Wagen macht irgendwie so ein bisschen den Anschein ab und zu mal, dass er anfängt zu übersteuern. Und während er dann allerdings wegrutscht und du eben der Meinung bist, okay, du musst jetzt einen Quersteher abfangen, kommt er dann ins Untersteuern rein. Was zum einen durch die Reifen zustande kommt, zum Großteil von den Reifen, und zum anderen dadurch, dass wir doch ein verhältnismäßig weiches Fahrwerk aber noch haben. Das Ganze sorgt eben, wie gesagt, dafür, dass du denkst, er übersteuert und dann ist er doch am Untersteuern. Du weißt es zwar irgendwann, aber ja, manchmal kickt dann halt doch noch dein Reflex rein. Und du schießt dann mit dem Wagen einfach in der Linkskurve rechts raus, weil du einen Übersteuern abfangen möchtest, was gar kein Übersteuern ist. Aber insgesamt macht das den Wagen eben, ich würde eben nicht sagen schwierig zu fahren, das ist der falsche Begriff, sondern es macht ihn sehr komisch zu fahren. Also es ist ein Wagen, wo du dich auf jeden Fall genau konzentrieren musst, dass du eben nicht deinem Instinkt freien Lauf lässt und einen Übersteuern abfangen möchtest. Sondern, dass du dich halt wirklich mehr darauf fokussierst, auf das, was du weißt von dem Wagen. Und anhand dessen dann eben reagierst. Das ist da auf jeden Fall eine Sache, die man im Gedanken haben muss. Wie gesagt, lässt sich einfach ein bisschen weird fahren insgesamt. Er kommt mit 272 km/h über die Ziellinie. Er setzt damit eine Zeit von 2:26.622 und ist damit in etwa auf einem Level mit dem Donker Ford D8 GTO, die Corvette Z06, nee, die Corvette Stingray, Entschuldigung, C8 und der 9-2 Carrera sind dann schon ein bisschen davon weg, der eine ein bisschen schneller, der andere ein bisschen langsamer. Insgesamt ist es auf jeden Fall jetzt keine schlechte Zeit, die der Bugatti hier auf die Beine gestellt hat, das auf keinen Fall. Allerdings unter Anbetracht dessen, was das hier für ein Auto ist, müsste eigentlich sehr, sehr viel mehr drin sein und das kommt halt einfach zum Großteil davon, dass es sich nicht schön fährt, dass es sich vor allem nicht angenehm fährt und das letztendlich einfach wirklich dafür sorgt, dass man einfach nicht wirklich viel Vertrauen in den Wagen hat und das ist halt dann ein bisschen schwierig, wenn du deinen Wagen hast mit 600 PS und dem nicht wirklich vertraust. Das macht es ein bisschen schwierig. Wie gesagt, die Reifen sind nicht gut, das ist ein großer Aspekt, der mich an dem Wagen stört
Und das Fahrwerk ist leider auch ein bisschen zu weich. Und das Ganze in der Kombination eben mit dieser Gewichtsverteilung, mit dem Allrad, mit dem Mittelmotor, sorgt einfach dann für ein Rezept, was zwar ja dafür sorgt, dass du den Wagen nicht wegwerfen wirst, aber trotzdem einfach ein bisschen komisch ist insgesamt. Also das lässt das auf jeden Fall gut zusammenfassen. Deswegen müssen wir da natürlich Hand anlegen. Deswegen müssen wir jetzt natürlich ins Tuning rein und gucken, was wir alles dran ändern können und werden. Ja, wir können einen Veyron-Motor einbauen. Aber wir wollen den Wagen nicht kaputt machen. Und ich bin gerade ehrlich irritiert, dass der DGW 16 genauso leicht ist wie der kleine V12. Na gut, auch interessant. Aero hat er natürlich. Vorne. Hinten der Flügel dürfte einstellbar sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Und ja, er hat halt nicht mal Straßenreifen. Also die Straßenreifen sehen jetzt nicht viel besser als die Serienreifen, aber er hat halt nicht mal Straßenreifen. Das ist hier ein EB 110, der nicht mal Straßenreifen hat. Der kriegt Sportreifen jetzt erstmal. 245er an der Front. Und hinten sind wir ein gutes Stück breiter, ja, 325er. 80 mm Unterschied einfach. 395er können wir hinten sogar drauf machen. Ne, wir gehen auf 345er. Dann passt das vom Verhältnis ja einigermaßen, hoffe ich. Reifen noch mal ein bisschen raus. Würde ich jetzt mal sagen. Und ich möchte andere Felgen haben auf dem. Ich finde, wie gesagt, die Felgen, die er serienmäßig hat, echt nicht schön. Also die gehen gar nicht klar, finde ich persönlich. Ja. Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Was nehmen wir denn? Sollte natürlich auch irgendwas sein, was halt logischerweise auf den Wagen passt. Ist halt bei älteren Fahrzeugen immer ein bisschen schwierig, da was zu finden, muss man sagen. Da haben wir nicht viel in Forza, was da drauf passt. Aber es sind halt nun mal gerade die älteren Fahrzeuge, die einfach nicht schöne Felgen haben. So ist es leider irgendwie. Ja, OZ auf älteren Autos kann es eigentlich fast nicht machen. Das ist immer so ein bisschen eine schwierige Nummer hier. Ja, auch nicht, ne? Das passt doch alles hier nicht drauf. So eine Scheiße. Die gehen, finde ich. Die haben was. Ich möchte mal die Spur vorne nochmal anschauen, weil ich glaube, das ist ein bisschen zu weit. Ja, ist es auch. Okay, Reifen wieder rein. Kein Problem. Aber doch, die Felgen passen. Ein bisschen umlackieren, dann sieht das schick aus. So, Kupplung und Getriebe nehmen wir gerne mit. Wir haben Schaltgetriebe. Ändert nichts daran, dass wir auf ein 7-Gang-Getriebe gehen. Weil wir wollen natürlich auch hier bessere Schaltzeiten haben. Wir wollen jetzt wirklich hier aus dem Ding einfach eine brutale Maschine bauen. Dass er ein Sportfahrwerk hat, ist traurig, aber nehmen wir mal so mit. So, der Wagen wiegt, wie gesagt, eh schon nicht viel. Wir gehen mal auf 1,3 Tonnen runter. Und was machen wir denn da? Hört uns erstmal einen Auspuff an. Ja, nehmen wir. Wo gehen wir hin? Wir könnten natürlich mal schon so Richtung 750 PS ungefähr gehen. Einfach weil, warum nicht? 750 PS. Okay, die Teile geben richtig wenig Leistung. Dann können wir es aber vielleicht relativ genau abpassen. Ja, 750 PS, 741 Newtonmeter auf 1,3 Tonnen, recht genau. Das kann man machen. Das passt. Ich hatte auch kurz überlegt, tatsächlich auf 900 PS zu gehen, wie eben diese ersten Testmotoren hatten. Aber ich glaube, das wäre dann doch eine kleine Nummer zu viel gewesen. Also da, das wäre, glaube ich, Overkill. Absolut. Ich meine, gut, es ist ein Bugatti, da gibt es eigentlich nichts. Also Overkill hat er nicht im Wortschatz, dieser Wagen, aber es muss ja trotzdem jetzt nicht unbedingt sein. So, mal zumindest mal die ersten Feinheiten eingestellt. Automatisierung guckt man natürlich rein. 15.000 Credits, wunderbar, nehmen wir immer mit. So, Lackierung dürfte er drei Stück haben. Genau, einmal blau, einmal grau-silber und einmal gelb. Im Blau sieht er schon schick aus. Mich würde nur interessieren, ob wir vielleicht trotzdem irgendein Design eventuell finden. Irgendwas Schönes. Ja, nee. Gut, klar, hier ein altes Renndesign.
Geht eigentlich immer. Polizei, ja. Aber auch ein sehr einfallsloses Polizeidesign, muss man sagen. Ja, nö. Dann bleiben sie blau. Dann bleiben sie blau. Dann kriegst du nur eine andere Felgenfarbe noch. Wenn da was Schickes haben. Ganz sicher auch wirklich gut aussieht. Die Felgen können sogar relativ hell bleiben. Das steht dem irgendwie. Die müssen nicht zu sehr abgedunkelt werden, aber so ein bisschen halt zumindest. Und da bin ich jetzt sehr gespannt, wie der Wagen sich so verhalten wird. Ob wir daraus ein gutes Auto bauen können oder nicht. Vielleicht brauchen wir die Semi-6, das kann auch sein. Weil im Endeffekt hat er jetzt schon sehr viel Power für Sportreifen, aber wir gucken mal. Wir schauen da auf jeden Fall mal, was da so drin ist mit dem Wagen. Wir haben natürlich auch, wie gesagt, vor Release, oder nicht vor Release, während Release, den Jaguar XJ220S bekommen, der ja auch tatsächlich für den Weltrekord mitgespielt hat, für die Top Speed. Also das war da, das war damals halt echt noch ein Rekord, den alle haben wollten. Ferrari, Jaguar, Bugatti. Da waren wirklich alle noch am Start. Auch Lambo war da zwischenzeitlich noch dabei. Porsche hat da auch mitgespielt. Der 959 war da ja mit am Start. Irgendwann haben die Marken allerdings dann doch mal gesehen, zum Großteil, dass für die meisten Leute Performance irgendwie interessanter ist als Top Speed. Bugatti dachte sich halt, nö. Sehen wir gar nicht ein. Und ist ja auch cool, also dass Bugatti ist halt maßgeblich dafür verantwortlich, dass wir da überhaupt aktuell so einen Topspeed-Krieg haben zwischen Bugatti und Koenigsegg vor allem. Ab und zu wurschtelt da mal noch so ein Hennessy mit oder so, aber die sind da relativ schnell eigentlich weg. Und ja, am Ende des Tages ist Bugatti da, glaube ich, wirklich eine der wenigen Marken, die das in ihrer Historie so mehr oder weniger durchgehend angegriffen haben. Inwieweit sie das natürlich noch weitermachen, ist so die Frage. Bugatti hat jetzt vor kurzem den letzten W16 vorgestellt, den sie produzieren wollen. Ein Cabrio. Beziehungsweise ein, ja, Open Top auf jeden Fall, ob es offiziell ein Cabrio ist, weiß ich nicht. Ein Wagen, der sehr, sehr geil aussieht tatsächlich. Aber ich bin aber sehr gespannt, was danach noch kommen wird und ob Bugatti da dementsprechend immer noch mitstreiten wird um den Topspeed-Rekord oder nicht. Da bin ich sehr gespannt. Koenigsegg meinte ja schon, dass sie sich zurückziehen werden, dass sie nach dem Jesko absolut wirklich sagen werden, okay, das war's, mehr machen wir nicht. Und dann ist halt die Frage, wie Bugatti darauf antwortet, ob Bugatti darauf antwortet oder nicht. Ansonsten ist da halt wirklich aber die Bühne frei für irgendeinen Hersteller wie eben SSC oder Hennessy oder sowas in dem Dreh, dass die dann einfach das einmal kurz abgreifen und dann steht der Rekord auch für ein paar Jahre. Das kann dann ja schon sehr, sehr gut passieren. Bugatti hat ja in der Zwischenzeit auch sehr viele Fahrzeuge gebaut, die gar nicht für Top Speed bekannt sind, sondern teilweise wie ein Divo beispielsweise auch wirklich mehr für die Strecke gebaut sind. Oder halt einfach sehr, sehr coole Hommage-Modelle, wie den Laboiture Noir. Oder natürlich, wenn wir den E110 fahren, muss man den Cento Diecci ansprechen. Der wahnsinnig schön aussieht, wie ich finde. Der Cento Diecci ist meiner Meinung nach einer der schönsten Bugattis aller Zeiten. Hätte ich echt gerne im Spiel. Und das ist eh so ein Trend, den ich aktuell sehr geil finde, dass man eben aktuell sehr viele Hersteller hat, die so retro-inspiriert unterwegs sind in ihrer Optik. Mit Bugatti eben, mit dem Cento Diecci oder La Voiture Noire, dann eben Ruf, die ja vor kurzem den Bergmeister da gebaut haben. Lamborghini mit dem Countach, mit dem neuen, doch, mit dem Countach, genau, Countach war es, nicht Diablo. Also da sind die Hersteller ja schon aktuell sehr, sehr gut dabei. Oder auch, klar, letzte Woche erst, oder vorletzte Woche, wenn das Video erscheint, Koenigsegg mit dem CC850. Ich finde diese retro-inspirierten Supersportwagen sehr, sehr geil. Allgemein, retro-inspirierte Designs funktionieren einfach in 9 von 10 Fällen. Muss man einfach sagen. Frag Ford mit dem Mustang, das Ding war ein Erfolg. Ein kleiner.
halt eingeschlagen wie eine Bombe, muss man sagen. Also, damit kannst du halt wirklich alle abholen. Und da hoffe ich, dass mehr kommt. Die Ferrari hat es auch versucht, aber... Das haben sie mit dem Daytona geschafft, mit einem anderen, was sie da probiert haben, eher nicht. Und der Daytona SP3 ist ja auch nur so bedingt retro-inspiriert, muss man sagen. Also, der hat da ja noch sehr viel Luft nach oben. So, wir brauchen zwei Sachen. Wir brauchen Semi-Sticks. Und wir brauchen die Reifenbreite. Okay, vielleicht nicht unbedingt 385er hinten, ne? Aber auf jeden Fall die 365er. Weil der Wagen hat sich jetzt so echt nicht gut fahren lassen. Müssen wir natürlich ins Tuning-Menü hier noch rein. Gucken, dass wir da ein paar Sachen abändern. Wie gesagt, das, was da gerade Phase war, war ja schlimm. Kannst du niemanden zumuten. So, Federn. Und Dämpfer vorne mal ein bisschen härter erstmal. Heckflügel, ein bisschen mehr Downforce bitte. Ich möchte nicht ins Übersteuernrisiko reinkommen. Deswegen gehen wir da mal präventiv einfach mal vor und geben ihm hinten ein bisschen mehr Aero. Weil ich würde ja auch gerne ein bisschen mehr Power nach hinten geben, um ihn ein bisschen schöner in die Kurve rein und um die Kurve rumzukriegen. Deswegen ein bisschen mehr Power nach hinten, ne? Um das einfach direkt abzufangen, das eventuelle Fauxpas in der Kurvenlage, was dadurch passieren könnte. Da brauchen wir ja nicht, wir brauchen ja keinen Wagen, der einfach am Übersteuern ist. Vor allem kein allradgetriebener Mittelmotor-Supersportwagen, der am Übersteuern leidet. Das muss ja nicht sein. Und Alter, stehen die Felgen dem gut. Hier fahren wir von Sekunde zu Sekunde echt besser. Muss ich ganz klar sagen. Sehr, sehr coole Felgen. Ja, wie gesagt, die Zukunft von Bugatti ist interessant. Ich könnte mir halt auch echt vorstellen, dass Bugatti eventuell ein bisschen auch wieder mehr in den Luxusmarkt reingeht. Dass sie vielleicht wirklich irgendwie jetzt so Luxus-Supersportwagen bauen. Nicht unbedingt Hypercars oder Megacars, sondern Supersportwagen eventuell. Man muss jetzt sagen, einer der Gründe, warum ein Bugatti Veyron oder Chiron so viel schwerer ist als ein Koenigsegg, ist ja einfach, weil die doch auch einfach noch extrem viel Komfort und Luxus bieten im Verhältnis zum Koenigsegg. Das ist daher der Hauptgrund dafür. Koenigsegg ist da relativ kompromisslos und Bugatti nicht. Du sollst dich da immer noch fühlen, als würdest du ein Millionen-Euro-Auto fahren. Und das könnten sie ja mitnehmen. Das könnten sie in alle Märkte eigentlich mitnehmen. Deswegen, also ich denke mal schon, dass egal wo Bugatti hingeht, ich denke nicht, dass sie untergehen werden. Da werden wir ja wahrscheinlich sowieso dann in den nächsten 2-3 Jahren was von hören. Weil wie gesagt, jetzt haben sie ja den letzten W16 vorgestellt, den sie hier bauen werden. Also das letzte Fahrzeug mit dem W16, was sie hier bauen werden. Und so lange können sie nichts machen. Ich denke, ich halte es für möglich, dass sie zum V12 zurückkehren, wie wir es eben im EB110 haben. Dass sie das eben machen. Eventuell mit Hybrid-Technologie, dadurch, dass sie jetzt ja auch mit Rimac gepartnert sind. Beziehungsweise von Rimac gekauft wurden, kann man ja sagen. Könnte ich mir vorstellen, dass sie da in die Hybrid-Technologie reingeht. Vielleicht auch ein reines Elektro-Hypercar. Auch möglich. Oder sie geht halt auch in V8. Da hätten sie ein bisschen mehr Erfahrung vielleicht mit als mit dem V12. Allein durch den W16, den sie gebaut haben. Also das wäre ja auch jetzt nicht so komplett fernab, muss man sagen, von der Realität. V10 glaube ich nicht. Also V10 halte ich für unwahrscheinlich. Aber wenn ich daran denke, wie gut meine Predictions sind in letzter Zeit, wird Bugatti mit einem V10 um die Ecke kommen, 100 Pro. Jetzt, nachdem ich das gesagt habe. Also in letzter Zeit treffe ich echt alles falsch, was ich falsch treffen kann. Das muss ich ganz klar sagen. Das ist schon echt ein eigenes Talent. Definitiv. Auf jeden Fall. So, genau. Wir fahren noch das Rennen hier gleich. Aber vorher gehen wir nochmal ins Feintuning rein. Ich hätte gerne etwas weichere Heckstab. Ist der Wagen übersteuert mir zu sehr in den schnellen Kurven. Dazu dann auch noch etwas weichere Federn hinten. Die scheinen mir ein bisschen hart.
Gleiche auf die Dämpfer auswirken. Ein bisschen mehr Aero am Heck. Und dann könnte das schon wieder ein bisschen akzeptabler funktionieren. Vielleicht sogar jetzt sogar echt gut. Durchaus möglich. Aber ja, was denkt ihr? Was wird Bugatti als nächstes machen? In welchen Markt werden sie einsteigen? Mit welchem Motor? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr da denkt. Ich, wie gesagt, würde auf V12 oder V8 tippen. Und ich denke, das Sinnvollste wäre, wenn sie in den Supersportwagenmarkt einsteigen. Ich denke, wenn sie jetzt Hypercars auf die Beine stellen, werden halt alle denken, naja, okay, das ist jetzt auch nicht besser als der Chiron. Bei Supersportwagen wären sie halt so weit runter, dass man halt jeder sehen würde, dass das ein eigener Markt ist, jetzt ein neuer Markt für Bugatti. Sie werden, denke ich, nicht irgendwie Limousinen oder so jetzt machen. Also vielleicht auch, um ihren Markt auszuweiten. Aber nicht ausschließlich. Dafür ist Bugatti zu sehr für ihre extremen Modelle bekannt. Muss man ganz klar sagen. Also davon können sie nicht komplett weggehen. Das halte ich doch für unwahrscheinlich. So, wir haben jetzt natürlich eine wunderschöne Sturm-Saison mit einem wunderschönen Sturm jetzt hier, wo wir Gott sei Dank sehr viel hören. Ist ja gar nicht laut, aber ich mag den Sturm. Ich finde auch Stürme in der Realität echt nice. Also auch so Gewitter beispielsweise. Feier ich ja komplett. Holt mich hundertprozentig ab. Genauso wie das Fahrverhalten vom Bugatti jetzt. Also das hat ihn jetzt genauso stabil gemacht, wie ich ihn haben wollte. Der fährt sich richtig nice jetzt hier. Hat natürlich jetzt einen Vorteil mit seinem Allrad gegenüber, naja, eigentlich allen anderen Fahrzeugen hier. Ich glaube, da gibt es keinen sonst mit Allrad in der Kategorie, außer der 9.9. Aber der fährt hier gerade, glaube ich, nicht mit. Bisschen weit in den Gefahren. Aber ja, ansonsten, also, oh Gott, ja, einfach schlecht gefahren die Kurve, da kann der Wagen nichts dafür. Na, hau ab. Hauen sie doch ab, Modus. Das hilft doch eh nicht. Aber gerade bist du eh verloren. Auch wenn irgendjemand vergessen hat, dir das zu sagen, scheinbar, weil du hängst echt verdammt nah dran immer noch. Ah, guck mal, den Ferrari holen wir noch. Den 360 James Renale. Auch ein sehr schönes Auto auf jeden Fall. Gut. Ja. Easy, kein Problem. Ganz geschmeidig vorbei. Sehr gut. Ja, wie gesagt. Sehr, sehr... sehr gutes Fahrzeug hier. Mit dem Tuning jetzt der EB110. Auf jeden Fall alle Entscheidungen richtig getroffen, die ich treffen kann. Am Ende zumindest. Zwischendurch. Schwierig. Aber macht so Spaß zu fahren. Liegt schön stabil, auch im Regen. Kann man auf jeden Fall so machen. Ich würde sagen, meine Damen und Herren, das war's mit dieser Ausgabe. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Daumen nach oben und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Servus.